Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute habe ich wieder den Tobias von, kann ich gar nicht mehr sagen, Balletics. Ja. IUM. IUM, genau. IUM, von IUM. Wieder neben mir sitzen. Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ja, schon echt, ja, schon. Genau, heute ist nämlich der 34. Rohkost-Potluck in Leipzig und Tobi ist endlich wieder mal nach Leipzig gekommen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, dann schnappe ich mir den Tobias und dann machen wir wieder gemeinsam Videos. Freue ich mich sehr. Es gibt ja auch schon viele Videos auf meinem Kanal. Ich kann euch langsam mal eine Playlist machen. Ja, genau. Wir Videos haben echt mit IUM oder Horletics. Und heute wollen wir das Thema aufgreifen, wie Heilmittel falsch verstanden werden. Da hatte ich mich jetzt auch mit Tobias ein bisschen ausgetauscht. Das ist so ein bisschen seine Inspiration, heute mit mir darüber zu reden oder so seine Gedanken dazu loszuwerden. Da habe ich gedacht, okay, dann lasse ich jetzt mal hier den Tobias den Vortritt. Ja, mir ist nur nämlich, weil das Thema ist mir in letzter Zeit einfach total häufig aufgefallen. Und ich habe halt gemerkt, die meisten, 90% der Leute haben ein falsches Verständnis von Heilmitteln. Und erstmal hatten wir jetzt auch gerade kurz drüber geredet, ne, so die Definition von Heilmittel. Allgemein Medizin heißt ja in die Mitte bringen, so wieder ins Gleichgewicht bringen. Und Heilmittel, für uns ist jetzt Heilmittel, unsere Nahrung ist, sind unsere Heilmittel. So. Für andere, genau. Ja. Für andere sind Heilmittel jetzt Vitamintabletten oder Medikamente und so weiter. Das ist für uns jetzt nicht so die Heilmittel, aber das ist nur mal so eine Definition, den Unterschied jetzt allgemein, wie wir Heilmittel verstehen, aber auch die Anwendung jetzt speziell von Heilmitteln. Weil viele denken halt, und egal um welche Heilmittel es sich jetzt handelt, viele denken, ich nehme eine Orange, ich nehme dieses Superfood und so weiter, dann kriege ich keine Herzprobleme, ich nehme irgendwelche Tinkturen oder Mittel und werde dann nicht krank, kriege keine Herzprobleme und so weiter. Mir ist es ganz wichtig, dass man das Heilmittel, das Medikamente immer nur helfen, wenn man genau ein spezielles Problem hat oder in einer gezielten, wenn man in einer genauen Situation ist, die das erfordert. So. Also man kann es ganz schön mit Krücken vergleichen. So. Wenn mein Bein gebrochen ist, dann mache ich mir keinen Gips um meinen Arm. Und es ist auch nicht so, dass ich vorbeugend, wenn ich nichts habe, Herztabletten nehme, damit mein Herz wieder in Gang kommt. Genauso esse ich nicht irgendwelche Tinkturen oder so, weil ich denke, oh, ist ja gut für mein Herz. Oder ich esse kein Vitamin C und so weiter. Einfach so, wenn ich denke, das ist da gut. Wenn mein Bein nicht gebrochen ist, dann laufe ich nicht mit Krücken rum. So. Ja, das ist mir halt ganz wichtig, weil viele immer wieder denken, hey, ich mache dieses und jenes und das soll gut dafür sein. Und dann nehmen sie das Mittel und das ist dafür gut. Normalerweise regelt der Körper alles von alleine. Und nur bei spezifischen Problemen sollte man ein Heilmittel zu sich nehmen. Und dann ist es auch nie ein Dauerzustand. Und ich sehe das auch jetzt zum Beispiel sowas wie Wildkräuter, denke ich. Das sollte man halt speziell auf den Körper achten. So am besten die selber kauen und schauen, was der Körper da selber will und was einen da anspricht. Wenn man das in irgendwelchen hochdosierten Fällen nimmt und irgendwelche Tabletten formen, dann kann der Körper da schwer sagen, hey stopp. Teilweise schon, wenn es natürlich ist, geht es noch ein bisschen besser, aber ja, es ist sehr leicht, dass man da überdosiert, dass man das falsch anwendet und ist wirklich sowas von spezifisch. Und das sollte man nicht einfach irgendwie eine Diagnose so, hey, jetzt nehme ich dieses, jenes, sondern ja. Zu den Wildkräutern wollte ich auch nochmal sagen, ich empfehle auch immer, Wildkräuter wirklich pur zu probieren, pur zu essen, damit man weiß, wie viel Mengen der Körper verträgt. Und es kann sein, dass man einmal zum Beispiel 2-3 Handvoll Gundermann essen kann und eine Woche später hat man schon nach 2 Plättchen, merkt man schon, oh, da kommt jetzt eine Sperre. Also ich würde auch immer empfehlen, nur so viel Wildkräuter auch für einen grünen Smoothie zu verwenden, die man auch pur essen kann. Oder wirklich, und wirklich auch nur bestimmte Wildkräuter, die man so in größeren Mengen essen kann, wie zum Beispiel Brennnessel, Fuchsmiere, auch Lindenblätter. Ja. Das sind für mich Wildkräuter, die kann man auch in größeren Mengen essen. Wobei andere Wildkräuter, wie zum Beispiel Schafgarbe oder auch Gundermann zum Beispiel auch, wo man eher erstmal schaut, wie kommt man damit zurecht, wie verträgt man dieses Wildkraut, wie reagiert der Körper drauf. Und dass man wirklich nur kleine Mengen in den Smoothie mixt. Aber ich finde es wirklich manchmal schon bedenklich, Wildkräuter im Smoothie zu mixen, weil
weil diesem Obst, dieses Mixen ja, mit Obst, genau, wenn es noch süß ist. Das ist süß und dann spürt ja. der Körper oder du spürst die Sperre nicht mehr vom Körper. Das, genau. Durch das Süße des Obstes ja. wird diese Sperre übergangen. Ja, genau. Und deswegen empfehle ich auch immer wirklich die Wildkräuter pur zu probieren und da wirklich auf seinen Körper ja. zu hören. Und ich denke, oh, ich muss das jetzt essen, obwohl es mir total widerlich schmeckt und ich übergebe mich bald, aber es ist ja gesund und ich muss genau. es jetzt essen. Dass man wirklich, absolut falsch. Man kann ja immer wieder probieren, bestimmte Wildkräuter, aber dass man wirklich schaut, ja. die wirklich in geringen Dosen zu sich zu nehmen. Ja. Und was du auch so schön gesagt hast, also finde ich, ja genauso, wenn du die, selbst wenn du, weil mit dem Körpergefühl, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind so, wir kommen von einem Standpunkt, wo wir so viel degenerierte Ernährung, so viel Glutamat und was weiß ich, unser Leben lang in uns hineingestopft haben. Deswegen ist unser Körper teilweise ein bisschen verwirrt. Aber wenn man wirklich, wie du sagst, was erstmal mono probiert, das heißt nur diese eine Sache, nur Brennnesseln und es dann richtig kaut und selber einspeichelt, dann kommt wirklich, selbst wenn du von einem anderen Standpunkt kommst, wo du noch viel Industrienahrung zu dir genommen hast, selbst dann kommt eine Sperre rechtzeitig. Und dann kannst du normalerweise auch nicht zu viel davon essen und du isst nur die richtigen Mengen. Aber wenn du dann auf einem Löffel hochkonzentrierst in Pulverform irgendwie, weiß ich nicht, Bärlauchpulver hast, weiß nicht, ob es das gibt, nur weil hier jetzt Bärlauch überall wächst, aber wenn du das in einer Pille hast, dann nimmst du einen Löffel und dann ist es schon in deinem Körper so. Und dann, oder ja. auch in Tablettenform, du schluckst es genau. einfach runter genau. und merkst ja gar nicht mehr die Wirkung im Körper ja. oder im Mund. Ja. Das geht erst im Magen auf und dein Körper gibt dir nicht rechtzeitig Signal, wann du stoppen sollst. Deshalb immer in natürlicher Form normalerweise. Und dann kannst du, selbst wenn du von einem anderen Standpunkt kommst, was jetzt das Körpergefühl und das Empfinden angeht, dann kannst du das wahrnehmen wirklich und darauf hören. Ja. Wir sind ja auch generell der Meinung, dem Körper Zeit zu geben, sich ja. zu heilen. Auch durch eine, sagen wir so, durch eine gesunde Ernährungsweise, aber nicht nur die Ernährung spielt eine Rolle, generell über eine gesunde Lebensweise. Ja. Dazu gehört auch, den Körper zu reinigen und auch Geist und Seele. Also die seelischen Blockaden da reinzuschauen, sich wirklich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist für viele sehr schwer, weil die sich manchmal selbst die Stille in sich nicht aushalten können oder die Gedanken, die Gefühle, die hochkommen. Und das ist wichtig, die anzuschauen, also den Körper ganzheitlich zu heilen und dem Körper aber auch Zeit zu geben. Ja. Also unser Körper hat die Möglichkeit, sich selbst wieder zu regenerieren. Und da ist auch wichtig, ihm die Zeit zu lassen und auch nicht mit zu vielen Mitteln zu überlasten, mit so wenig wie möglich, so effektiv wie möglich ja. arbeiten. Ja, das wird er ins Gleichgewicht bringen. Nicht so wie, wenn jemand Alkohol trinkt und dann probiert er Wasser zu trinken, damit er das wieder besser ausschwemmen kann. Da ist die Ursache nie bekämpft. Eigentlich geht es darum, lass den Alkohol weg und dann kommst du gar nicht in die Situation, dass du mit was anderem kompensieren musst. Mhm. Und dementsprechend ist es halt auch mit Medikamenten und so weiter. Die Medikamente möglichst weglassen. Ja. Und dann wird er ins Gleichgewicht kommen. Es ist nicht so, du kannst nicht, manche probieren es immer noch, ey, ihr ganzes Leben lang, Alkohol in sich reinschütten und dann irgendwelche anderen Sachen dagegen nehmen, aber wollen nicht ihre Gewohnheiten ändern. Wenn du deine Gewohnheiten änderst, aufhörst Alkohol zu trinken, dann geht es dir auch irgendwann besser. Und wenn du deine Gewohnheiten änderst, einen ja, Lebensstil mit Sport, Bewegung und einer artgerechten Nahrung führst, dann regelt der Körper wieder alles und kommt ins Gleichgewicht. Ja. Genau, Bewegung ist wichtig. Wir hatten auch ja. schon mal ein Video gemacht. Ne? Ich weiß schon, wir haben das bestimmt schon in vielen Videos erwähnt, dass nicht nur eine gesunde Ernährung ja. wichtig ist, sondern auch Bewegung. Ja. Die Natur ist wichtig. Wir sind heute auch hier bei wundervollem Wetter in der Natur, mehrere Stunden lang. Wir laufen barfuß. Ja. Wir sind hier den ganzen Tag barfuß unterwegs. Das ist gut für die Erdung einfach, sich zu verbinden mit der Erde. Und ich glaube, da hat auch mal der Patrick Stober ein Video gemacht, das Barfußlaufen war dann das gleich. Wie auch ionisierend und magnetisch, ich weiß genau, nicht. Genau, also jedenfalls Barfußlaufen, wenn ihr die Möglichkeit ja. habt, barfuß zu laufen, das gehört auch alles dazu. Es gibt wirklich einige Punkte, die man beachten könnte, auch sich mit lieben Menschen, mit positiven Menschen zu umgeben, die einen nicht runterziehen, sondern einen so annehmen, wie man ist. Ja. Ne? Die einem, wo man wirklich auch sein kann, wie man ist, wo man ja. Gedanken, Gefühle äußern kann und dafür ja. nicht einfach bewertet ja. wird. Gerade am Anfang, wenn man Situationen ändert. Ich denke, später ist es nicht mehr so wichtig, wenn man mal Wurzeln gefasst hat. Das ist immer so, aber am Anfang, wenn du noch unstabil bist und der Keimling gerade erst so sprießt, dann brauchst du ein richtig nährendes Umfeld,
genug Wasser, damit sich erstmal die Wurzeln bilden können. Und wenn dann alles verwurzelt ist, wenn du stabil bist in dir nach ein paar Jahren, wenn du das alles etabliert hast, dann kannst du auch wieder in andere Situationen reingehen. Weil dann, ist wie bei der Pflanze, wenn die Wurzeln da sind, dann kannst du auch mal einen Ast weghauen. Da kannst du teilweise alles weghauen und es kommt immer wieder, weil die Wurzeln da sind. Und es geht wirklich nur darum, ja, die Wurzeln zu nähren. Und am Anfang ist ein Umfeld total wichtig. Ja. Vielleicht hast du auch schon bestimmt Nachrichten bekommen, Kommentare, dass dir Zuschauer, Leser schreiben, dass sie, wenn sie die Ernährung stellen und bestimmte Tipps befolgen, dass sie dann zum Beispiel bestimmte, vielleicht auch Medikamente nicht mehr nehmen müssen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Nachricht bekommen, dass jemand mit Diabetes sich weniger spritzen muss, seitdem sie die Ernährung umgestellt hat. Ja. Auf mehr Rohkost, mehr Grün ja. und auf Entgiftung achten. Das finde ich sehr interessant, dass man dem so eben entgegensteuern kann. Ja. Ne? Bei dem nicht genetischen Typ, was wir jetzt erzählen, da geht die meisten können Spritzen komplett einstellen. Und selbst bei dem Vererbten können sie um bis zu 40-60%. Ja. Auch Bluthochdruck-Tabletten ja. wäre nicht unbedingt nötig, wenn man sich ja. wirklich mit einer gesunden Lebensweise beschäftigt. Ja. Mit Ernährung, ja. Bewegung, frische Luft. Ja. Und selbst solche Dinge, das sind ja jetzt schon Krankheiten, aber anderes, was Leute gar nicht so wahrnehmen, denken, sie sind gesund, haben eine Brille, haben ein Hörgerät oder so. Ich hatte jetzt jemanden beim Retreat, der hatte minus 5 Dioptrien sonst, der hat die Brille dann komplett abgenommen, hat Rohkost, Fasten und so weiter. Jetzt war er dann nach einem halben Jahr, war er bei minus 3,25 auf dem einen Auge, beim anderen minus 3,75. Alles sowas regeneriert sich. Du hörst wieder besser, du siehst wieder besser. Es kam über Jahre schleichend und so geht es über Jahre wieder schleichend, wenn du den Körper wieder reinigst und es wieder ausleitest, was du einfach nicht artgerechtes zu dir genommen hast. Also es ist wirklich möglich. Ja. Also nochmal ein kurzer Erfahrungsbericht zur Menstruation. Gibt es ja auch einige Videos auf meinem Kanal. Bei mir war es wirklich früher so, als ich mich von Kochkost ernährt habe, noch unbewusster gelebt habe, dass ich wirklich Beschwerden hatte. Und ich hatte gerade auch noch, als ich studiert habe, um überhaupt zur Uni gehen zu können, musste ich immer ein Schmerzmittel nehmen, sonst hätte ich das gar nicht den ersten Tag überstanden. Ja. Jetzt lebe ich einfach viel gesünder, viel bewusster und ich habe keinerlei Beschwerden. Wirklich seit 6 Jahren ernähre ich mich ja rohköstlich, seitdem habe ich keine Beschwerden mehr. Und ich habe das auch immer wieder, seit 2000 habe ich ja verschiedene Rohkostphasen gehabt und in den Phasen, wo ich nur Rohkost gegessen habe und davor gefastet hatte, da hatte ich gar keine Menstruationsbeschwerden. Immer wieder, wenn ich Kochkost gegessen habe, wurde das wieder ein bisschen stärker. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Ich weiß von vielen Frauen, dass es ihnen genauso geht. Und das ist ja auch sowas. Ne? Man gewöhnt sich dran, auch wenn man Menstruation hat, nimmt man eine Tablette. Mhm. Ne? Dann nimmt man was ein, aber es ist eigentlich gar nicht nötig, wenn man sich gesund und bewusst ernährt. Die Ursache ist dabei nicht behoben. Ja, genau. Bei Schmerztabletten sowieso zum Beispiel. Wenn manche Ärzte dann auch raten, Schmerztabletten zu nehmen, ein Schmerz, der ist ja da und der will dir was signalisieren. Genauso, wenn deine Schulter schmerzt bei einer gewissen Bewegung, wenn du dann eine Schmerztablette nimmst, ja, dann drehst du dich irgendwie im Schlaf drauf und so weiter. Ist ja gut, dass du den Bereich dann schonst. So, Schmerzen haben einen Sinn. Das signalisiert, achte jetzt mal hier auf diese Stelle. Da ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung, nicht im Lot. Da ist ein Sinn dahinter eben. Und man muss die Ursache bekämpfen. Warum war da nicht was im Lot? Sondern nicht einfach das Symptom. Oh, Schmerz ist weg, okay. Ja, aber die Ursache ist nie geändert. So, das waren jetzt mal unsere Gedanken, unsere Erfahrungen zu diesem Thema. Was sind eure Erfahrungen mit diesem Thema? Hinterlasst gerne eure Fragen, eure Erfahrungsberichte unter diesem Video. Oder wenn ihr auch Themen habt, die ich mit Tobias noch in einem Video besprechen könnte, dann nehmen wir das einfach auf. Und wenn Tobias das nächste Mal zum Partner kommt, dann können wir zusammen wieder Videos machen. Also gerne Kommentare, reichlich Kommentare unter dieses Video setzen. Und dann werden wir uns dann darauf einstellen. Ja. Okay, das war's von uns. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.